Outer Wilds ist jetzt dran, habe ich beschlossen. Ich habe mittlerweile eigentlich so gut wie alle Spiele oder wirklich so ziemlich alle Spiele oder wirklich alle Spiele, die so als Spiele des Jahres 2019 rumgereicht wurden, gespielt und habe da einige echt coole Schätze entdeckt. Mensch, jetzt wird schon langsam dunkel hier, oder? Na, ein bisschen geht's noch. Bis auf The Outer Wilds. Das ist das letzte Spiel, das immer so empfohlen wurde als eines der besten Spiele 2019, das mir in meiner persönlichen Spielografie noch fehlt. Und deswegen starten wir das jetzt. Nutzen wir den 24-Stunden-Stream, um uns The Outer Wilds anzusehen. Mal schauen. Als Experte, wie viel Kronkorken bekommt man eigentlich für ein Blatt Klopapier? Also bei uns in der Gegend gibt es noch Klopapier ohne Ende. Die Läden haben endlich angefangen. Hat ein bisschen lange gedauert, nur noch eine Packung Klopapier pro Person rauszugeben. Deswegen wahrscheinlich nur so 2 bis 5 Kronkorken, befürchte ich. Achso, für ein Blatt? Na, nicht mal, befürchte ich. Abspann ansehen. Wir haben ja noch nicht mal... Starten wir eine neue Expedition. Ich starte das Spiel auch deswegen jetzt, weil ich gehört habe, dass der Einstieg ein bisschen lahmarschig sein soll. Deswegen möchte ich das jetzt so früh wie möglich starten, damit ich noch einigermaßen fit bin. Und dann, wenn wir zum interessanten Teil kommen, kann ich ruhig schon ein bisschen müde sein. Naja, so lange wird der Einstieg nicht dauern. Los geht's. Wird geladen. Na dann. In Elex gibt es für eine Rolle 10 Elexit. Cool. Ja, in so postapokalyptischen Welten glaube ich schon, dass das wertvoll wird. Vielleicht kann ich mal kurz... Werde Licht. Aufwachen. Da wird irgendwas von einem zerbrechenden Raumschiff geschossen oder so. Okay, ich bin wach. Ich lebe. Marshmallow rösten. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Stock ausstrecken. Oh nein, löschen. Das ist zu heiß. Und, wie war? Machen wir noch einen. Ich halte ihn mal ein bisschen höher. Der fängt immer sofort zu brennen an. Ich will mal einen richtig verkohlen. Ich glaube, das geht. Dass selbst der Stock brennt. Oh, wirklich. Jetzt ist er weg. Kann ich auch einen Ruhn einfach essen? Ich finde die so auch nicht schlecht. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Genug Marshmallows geröstet. Ja, da ist ja unsere Pilotenhoffnung. Zurück von deinem kleinen Lagerfeuer unter den Sternen vor dem Start, wie ich sehe. Heute ist also der Starttag, was? Es kommt mir vor, als wärst du erst gestern dem Weltraumprogramm beigetreten und plötzlich stehst du hier und verlässt uns auf deiner einsamen Reise. Was meinst du? Bist du bereit, die Schönheit in den Himmel zu schießen? Was nochmal? Diese Schönheit in den Himmel zu schießen. Sie ist vollgetankt mit Treibstoff und fertig für den Start. Alle Systeme grün. Freut mich ja, dass du aufgeregt bist. Bin ich gar nicht. Denk aber dran. Wenn du dieses Schiff kaputt machst, baue ich dir kein neues. Ultraleichtes, atmosphärenwiedereintrittstaugliches Aluminium wächst nämlich nicht auf Bäumen, klar? Aber egal. Du benötigst die Startcodes von Hornfels auf dem Observatorium, bevor du in die Lüfte gehen kannst. Bring sie mir her, sobald du dich von allen verabschiedet hast. Warte mal kurz. So, jetzt. Mein Kopfhörer war das Spiel gerade sehr laut. Sch-
Startcodes erforderlich. Na gut, dann holen wir uns die Startcodes. Ah, das ist ja komisch. Man bleibt quasi auf X, dann geht der Charakter in die Hocke. Und wenn man loslässt, springt er, oder wie? Ja, tatsächlich. Eine interessante Springphysik, Logik. Na, mal schauen. Jetzt ist es wieder laggy. Nein, wirklich? Come on, an was könnte dann das liegen? Oder ist es nur... Ist es nur bei dir laggy? Ich weiß es nicht. Ich werde das auch mal beobachten. Bei mir. Hier. In meinem Kontrollfenster. Von dem ich zumindest mal kurz einen Moment die Auflösung runterstelle. Doch, jetzt habe ich es auch gesehen, glaube ich. Ich kann die Auflösung nicht runterstellen. Naja... Hoffen wir mal. Hallo Küken. Ich habe gehört, dass du uns verlässt, um bei den Sternen nach Abenteuern zu suchen. Wenn du zurückkommst, können wir ja zusammen mit Eisenhut eine Flasche von gutem Zeug aufmachen. Das gute Zeug ist weniger... Eigentlich suche ich nur Abenteuer bei den Sternen. Die anderen sind zu weit weg. Ach so, bei einem Stern. Ja, bei unserem Stern wahrscheinlich. Noch eine Metapher, die der wissenschaftlichen Genauigkeit zum Opfer fällt. Wie dem auch sei, ich hoffe, du genießt deine Reise. Viel Glück. Du startest also wirklich in dem Ding, hä? Huh? Die explodieren tatsächlich nicht mehr so oft wie früher. Ich weiß nur, dass dank dem Raumprogramm und Glimmers Mondraketen deutlich häufiger Dinge Feuer fangen als früher. Ach Mann. Ich bin wirklich gespannt. Mir geht's jetzt... Ich habe nämlich einen Podcast über das Spiel gehört. Ich habe den Spoiler-Part nicht gehört, sondern nur den Anfang. Und da haben die drüber geredet, über das Spiel. Und einer von denen meinte auch, so am Anfang, dem Tutorial, in dem wir uns jetzt befinden, dachte der, was für ein überhypter Scheiß. Oder da ist wieder irgend so ein Hype durchgedreht. Alle haben gesagt, was für ein tolles Artsy-Spiel. Aber eigentlich ist es schlecht. Und ich kann das verstehen, warum der das Gefühl hatte jetzt gerade. Oh, ich glaube, wir sind tot. Weil gerade denke ich mir, wirklich, das Spiel soll so super werden. Da bin ich ja mal gespannt. Das kann ich mir gerade, oder was heißt, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber gerade merke ich auch noch nichts davon. Außerdem bin ich tot. Das ist auch nicht gut. Aber es soll angeblich super werden, wenn man mal von dem Planeten runterkommt. Cool, wir haben es durchgespielt. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorn anfangen. Das ist ja wie bei Disco Elysium. Da brauchte ich 2 Anläufe, bis ich aus dem blöden Hotelzimmer am Anfang rausgekommen bin. Nein, das Hotelzimmer am Anfang in Disco Elysium ist der beste Teil des ganzen Spiels. Aber ich bin gestorben, weil ich meine Krawatte vom Ventilator holen wollte. Da muss man halt aufpassen. Also, nicht von Geysire in die Luft schubsen lassen. Das Tutorial hat mir gerade auf eine sehr unangenehme Art und Weise beigebracht, dass man... Hey, jetzt steht das Schiff anders und schießt auch das in eine andere Richtung, das leuchtende Ding. Ah, interessant. Dass es Fallschaden gibt. Ich glaube, ich rede vorsichtshalber nochmal mit allen, aber im Schnelldurchlauf. Nur falls das notwendig ist, dass wir mit denen reden. Man weiß es nicht. Hallo Nekon, wie geht's? Was ist das jetzt überhaupt, ein Game? Ach, was das für eins ist? Im Endeffekt fliegen wir mit unserem Raumschiff durch unser Sonnensystem. Es gibt verdammt viel interessante, coole Welten, die so ein bisschen interstellarmäßig alle so ihr besonderes Gimmick haben. Man löst quasi im Grunde... Rätsel! Oh nein! Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich hoffe, mein Schiff kann ich besser steuern wie das da. Man löst im Grunde Rätsel auf den einzelnen Welten. Und... Ah, okay.
und erkundet so ein bisschen alte Artefakte einer vergangenen Zivilisation. Oh, ich glaube, ich habe was gemacht. Oh, jetzt stürzt ab. Na super. Naja. Du kannst gehen. Olli Schuschi, danke fürs Followen. Und willkommen. Das ist mein Modellschiff. Heißt das wirklich, dass mein Schiff genauso fliegt wie das Modellschiff? Weil dann wird das schwer. Es soll eine sehr wacky und lustige und coole Physik noch gleichzeitig haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber erst müssen wir mit diesen kleinen affenartigen Gremlins reden. Wow, das war genau wie damals, als die externen Treibstofftanks beim Wiedereintritt explodiert sind. Du wirst es doch schaffen, das Große zu fliegen, oder? Ja, ich hoffe es. Schauen wir mal. Ich muss nur den Kerl finden, der die Startcodes für uns hat. Du bist der Koch, dich kennen wir schon. Du bist irgendein anderer Kerl. Outer Wilds Ventures präsentiert. Postkarten aus dem Orbit. Ah, ist das so ein bisschen die Vorgeschichte? Der Projektor ist mit dem Himmelsschnipser-Satelliten verbunden, der aktuell am Holzkamin kreist. Ah ja, Holzkamin heißt unser Heimatplanet. Das ist interessant. Hast du eigentlich noch ein paar Lore-Videos zu Doom? Vielleicht, vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Kann schon sein. Zockst du eventuell noch Fallout 1 heute? Nee, Fallout wird es heute nicht mehr geben. Und morgen auch nicht. Also nicht in diesem Stream auf jeden Fall. Holzkamin. Der Satellit verfügt über zwei Kameras. Versuch mal einen Schnappschuss von unserem Dorf zu machen. Moment mal. Ach so, ich mach das. Ach, der Satellit kreist hier in Echtzeit und ich mache quasi immer wieder Fotos. Ich kann quasi auch Fotos nach hinten machen und nach vorne. Das ist ja interessant. Ist da gerade was abgestürzt? Nee. Aber das ist der Satellit, der in Echtzeit quasi kreist und ich mache immer wieder Fotos jetzt. Der kann keine Filme machen, nur Fotos. Ah, und da ist unser Dorf. Cool. Das ist irgendwie echt cool. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt ganz lang warte, bewegt er sich auch weiter. Ja, da kriegt man einen schönen Eindruck, wie klein Holzkamin ist. Ein Berg, ein Vulkan, ein Geysir oder sowas. Da ist aber irgendwas drin, sieht man. Ah, wollte ich vielleicht mit dem Raumschiff reinfliegen? Und dann kommt ganz lang nichts und dann unser Dorf. Es hat ein bisschen was von Kerbal Space Program, finde ich, oder? Ist das ein Jetpack? Ich finde das auch witzig. Ist unser Raumschiff, ist das echte Raumschiff auch so mit Holz zusammengeschustert? Das würde mich interessieren. So, wo ist denn jetzt der Startcode-Mensch? Den kennen wir schon. Das hatten wir schon. Da ist noch jemand, den wir noch nicht hatten. Wer bist du denn? Du siehst aus wie ein Holzfäller. Ich weiß nicht, ob Holzfäller unbedingt Startcodes für Raketenraumschiffe haben. Jetzt ist es stark laggy. Ich habe jetzt alles neu gestartet. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte, wenn es jetzt laggt. Ich weiß es leider wirklich nicht. Ich kann nur hoffen, dass das nicht. Naja, mal schauen. Heute ist also der große Tag, hä? Huh? Hall wird dich vermissen. Apropos großer Tag. Ich habe mir mal Gedanken über die Plattform gemacht, von der dieses Schiff startet. Sie ist schon ziemlich alt. Na, wunderbar. Dann kann ja nichts schiefgehen. Ist es nicht an der Zeit, eine neue, wenig entflammbare zu bauen? Ha. Der große Baum im Dorf wäre die ideale Wahl. Aber ein Baum ist aus Holz, oder? Ich würde dem Raumprogramm gerne helfen. Sag mir einfach Bescheid. Im Moment ist die Abschussrampe perfekt, danke. Oh, wirklich? Mist. Naja, vielleicht braucht jemand eine neue Terrasse oder sowas. Eine große.
Hallo Astronautengrünschnabel, mir ist zu Ohren gekommen, dass du heute noch den Krater verlässt. Falls du da oben wen von den anderen antreffen solltest, erinnere die Reisenden immer daran, gut auf die Instrumente zu achten, in Ordnung? Ich wollte vor meiner Abreise noch kurz vorbeischauen. Pass da oben im Weltall gut auf dich auf. Okay, mach ich. What? Ich kann nicht auf die Terrasse hier gehen. Why? Moment, kann ich drauf springen? Ja, ich muss hier springen. Wow, okay. Na gut. Observatorium, das klingt gut. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Hallo, Astronaut. Was hat es mit den Funkgeräten auf sich? Wir wollen Versteck spielen, aber wir dürfen nicht das Signaloskop von Moräne benutzen, weil es anscheinend sehr zerbrechlich ist und man es nicht so herumwerfen sollte. Hey, hey, dürfen wir dein Signaloskop benutzen? Dürfen wir, bitte? Du darfst auch suchen. Klar, von mir aus machen wir mal, ist wahrscheinlich ein wichtiges Tutorial oder sowas. Juhu, okay. Hier sind die Regeln. Galenit und ich verstecken uns mit den Funkgeräten und du benutzt dein Signaloskop, um uns zu finden. Wer als letztes gefunden wird, hat gewonnen. Okay. Ich mach die Augen zu und zähle. Na gut, mach's gut. Bis dann. Signaloskop ausrüsten. Ich höre Musik. Ich höre die gleiche Musik. Aber was genau... Ach, höre ich immer Musik, wenn der... keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den gefunden, glaube ich. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht wieder. Nein! Doch. Nein, wir sind schon wieder gestorben. Ich hasse das Spiel. Ich habe gerade einen Anglerfisch gefangen in Animal Crossing. Cool. Hey, jetzt sind wir im Tutorial zweimal gestorben. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich möchte doch nur ins Weltall fliegen. Ist das denn zu viel verlangt? Wie hätte ich denn sonst da hinkommen sollen zu dem Jungen? Das ist schon ein bisschen gemein, dass man dann sofort wieder von vorn starten muss. Andererseits kann ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich sofort dahin laufen, wo der Junge war, oder? Ich weiß gar nicht, ob das Versteckspielen überhaupt notwendig ist. Vielleicht lassen wir es auch einfach. Aber das kann ja was werden, wenn ich schon im Tutorial dauernd sterbe. So, aber jetzt. Oh nein, jetzt verbrennen wir auch noch am Lagerfeuer. Ah, aber das Spiel ist grundsätzlich wirklich ein Spiel, in dem man sehr schnell und ständig stirbt. Das gehört dazu. Aber eigentlich gehört da noch eine Mechanik dazu, die wir noch nicht haben. Deswegen muss ich immer wieder neu starten, was es ein bisschen frustrierend macht. Aber schauen wir mal. Jetzt einfach mal direkt zum Observatorium. Ohne Umschweife. Und ignoriere einfach mal alles andere. Wow, was war das? Bist du ein Magier oder was war das gerade? Hey, Astronaut. Ha, du kennst doch den Fleck Geistermaterie hinter dem Zaun, nicht wahr? Nee. Eisenhut hat gesagt, dass es früher noch größer war. Geistermaterie verdampft nämlich. Es dauert aber super lange, bis sie verschwindet. Ich hoffe, dass es noch Geistermaterie im Dorf gibt, wenn ich erwachsen bin. Geistermaterie ist toll. Geistermaterie ist super cool, die kann dir sonst was wegbrennen.
Ja, ich habe gehört, dass es so sehr schmerzt, als würde deine ganze Hand brennen, wenn du sie berührst. Versuch dich im Weltall davon fernzuhalten. Okay. Geistermaterie ist scheinbar nicht cool. Was ist das? Knappschuss. Ah, Geistermaterie. Die sieht man aber nicht mit bloßen Augen scheinbar. Dieser Stein hier hat so Edelsteine, daran erkennt man es vielleicht. Okay, cool. Geistermaterie ist crazy shit. Ich sah Rauch aus dem Junggrindenkrater im Norden aufsteigen und dachte mir, das sollte ich mal überprüfen. Du kannst den Scoutwerfer benutzen, solange ich weg bin. Den Scoutwerfer. Mach ihn aber nicht kaputt. Was ist denn ein Scoutwerfer? Ist das der Scoutwerfer? Ja. Ah. Das ist ja schon wieder eine nette Idee. Da schießt man quasi so Dinger und kann dann immer wieder Fotos machen. Ich glaube, jetzt ist er schon irgendwo gelandet, oder? Fliegt er noch? Ne, er fliegt noch. Oh, wo fliegt denn der hin? Ich hole ihn mal zurück. Okay, warte, dann machen wir nochmal. Ah, da ist wirklich. Da raucht was auf dem Mond oben. Verrückt. Aber ich kann irgendwie nur nach links und rechts, nicht nach oben und unten zielen, leider. Ich schieße den mal da lang, den Scoutwerfer. Zumindest ist er ziemlich stabil, scheinbar. Wow, was fliegt da für Zeug? Und das ist dann eben das Coole an dem Spiel, weil man fliegt dann wirklich da hoch und schaut, was da los ist. Was ist das ganze Zeug, das da am Himmel kreist? Was ist los auf dem Planeten? Darauf freue ich mich schon. Aber es dauert so lange. Oh, da ist auch irgendwas. Irgendwelche komischen Ruinen. Ich würde den Scoutwerfer wirklich gern zu dem Vulkan schießen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ah, das ist gut. Da ist es richtig. Da ist was abgestürzt wahrscheinlich. So sieht es zumindest aus. Na gut, genug Scoutwerfer. Wie komme ich hier wieder raus? Aber das ist irgendwie eine coole Mechanik mit diesem. Ich hätte jetzt nur einfach gern die Startcodes und will hier weg. Ich will einfach nur hier weg. Oh, hallo Astronaut. Das Wetter ist ausgezeichnet für den Start, nicht wahr? Ein Glücksfall. Hast du heute irgendwelche schönen Töne im Weltall aufgenommen? Ja, habe ich. Mein Signaloskop ist auf der Frequenz von Outer Wilds Ventures eingestellt, damit ich der Musik der Reisenden lauschen kann. Letzte Nacht habe ich Rebecks Banjo auf den Bröckelingkrater gehört. Ich hoffe, dass dort alles in Ordnung ist. Er hört die Instrumente von anderen Astronauten, die wir wahrscheinlich finden können. Gestrandete, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann auch andere Planeten hören. Das hängt davon ab, welche Tages- und Nachtzeit gerade ist, da unterschiedliche Planeten zu unterschiedlichen Zeiten über den Himmel ziehen. Signaloskope sind toll. Ah, guck mal, da sind sogar Bäume in den Krater. Das sieht aus, als wäre da was gebaut. Oh, das hört sich ja unheimlich an auf dem Gasriesen da, oder was? Trümmer von einem kaputten Schiff oder so. Unbekannt. Aktuell sind scheinbar keine anderen Planeten zu hören. Na, das ist schon ziemlich nice. Was haben wir denn hier? Unbekannt.
Naja, Signaloskope sind cool. Hey, ich dachte, ich sehe dich vielleicht noch mal vor dem großen Start. Bist du aufgeregt? Ich bin ein bisschen nervös. Nachdem ich das kleine Modell geflogen habe, bin ich ein bisschen nervös. Könnte sein, dass wir alle explodieren. Wir alle hier. Also lieber vorsichtig sein. Oh Mann, oh Mann. Gut. Jeder sollte bei einem Flug in den Weltraum etwas nervös sein. Ich bin auf meinen ersten Flug übermütig geworden und habe den Mond fast einen neuen Krater verpasst. Aber ich war trotzdem nie so unbedarft wie du. Hey, ich bin besser geworden. Das glaubst du also? Dann zeig mir mal, dass du vom Astronautentraining wirklich was bei dir hängen geblieben haben lassen sein werden wollen tun. Haben! Was? Unter der schwerelosen Höhle ist ein Satellit aufgebaut, der keinesfalls nur ein kaputtes Bergbaugerät ist und der repariert werden muss. Wenn dir der Sinn nach einem letzten Schwerelosigkeitstraining steht, fahr mit dem Aufzug runter und geh in die Höhle, oder auch nicht, wenn du dir sicher bist, dass du Schiffsreparaturen im All ausführen kannst. Nee, ich bin bereit für den Echteinsatz. Ich hab keine Ahnung, das wird furchtbar. Ha, da hast du verdammt recht. Lass dich da draußen nicht umbringen, hörst du? Nicht nachdem ich so viel Arbeit in dein Training gesteckt habe. Haha, na los, nach Outer Wilds Ventures stolz. Mach sie stolz. Ach, jetzt gehe ich doch in die Schwerelosigkeitshöhle oder wie? Da will ich ja gar nicht hin. Ich will nur die Startcodes, bitte. Aber hier ist gar nichts. Ah, Taschenlampe. Jetzt müssen wir uns vielleicht doch hier unten mal umschauen ein bisschen. Vielleicht müssen wir doch in die Zero-G-Cave. Vielleicht muss man das machen als Tutorial quasi. Ist es ja auch okay. Also. Schub nach oben. Schub nach unten. Verstehe. Das geht ja bis jetzt ganz leicht hier. Hey, nett von dir vorbeizuschauen. Rat mal, wo ich heute hingehe. Oh nein, 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 niemals! Wenn du ins All abhauen willst, dann ist das deine Sache. Aber zwing mich nicht dazu, du weißt schon dran zu denken. Schlimm genug, dass wir hier unten diese seltsame Höhle haben. Schwerkraft 0,4. Warum ist denn... Ah, Schwerkraft 0. Hä? Nee, warte mal. Ah, ist das das Zentrum unseres Planeten? Oder so? Und deswegen ist hier keine Schwerkraft quasi. Ah, warte mal, das ist eine komische Steuerung. Ich komm klar, ich komm klar. Ich komm klar. Ah! Ja, okay, das ist ziemlich cool. Rollen kann man auch. Ah, so, aha. Wow, in VR möchte ich das bitte nicht spielen. Sonst wird mir schlecht, glaube ich. Muss man sich dran gewöhnen. Ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das Training hier mache. Dann reparieren wir die Dinger mal. Aber das ist ganz gut. Ich kann mein Tempo quasi anpassen an andere Objekte. Ja, das ist cool. Da sehe ich auch die relative Geschwindigkeit. Das ist echt cool. I like that. So, fehlt nur noch eine Bruchstelle. Dann haben wir das Ding repariert. Da ist sie auch schon.
Aber das geht auch nicht instant. Der muss tatsächlich quasi bremsen und so weiter. Der benutzt nur automatisch die Düsen, um mich dann langsamer zu machen. Ich find's cool. Das finde ich jetzt schon mal cool. Das hat Potenzial, richtig gut zu werden. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zur Hölle jemals wieder aus dieser Zero-G-Höhle hier raus? Aua. Ah, da lang. Da, wo es so auffällig hell leuchtet. Okay. Das hat halt auch eine richtige... Also das ist halt die meisten... Oh, oh, au. Die meisten Weltraumspiele haben halt so eine vereinfachte... Gravitationsmechanik im Grunde. Eine, die keinen Sinn macht, aber in der man sich gut casual fortbewegen kann. Und das ist ja nicht so, habe ich das Gefühl. Hier muss man wirklich, wenn man einmal beschleunigt in der Schwerelosigkeit, ist man beschleunigt. Bis man abbremst. Da gibt es keine Reibung und nix. Na gut. Darf ich den Anzug behalten jetzt, wenn ich rausgehe aus der Höhle? Oder muss ich den ablegen? Ah, ich glaube, ich ziehe ihn automatisch aus. Ah, schade. Ich hätte ihn gern mitgenommen jetzt und da nach oben. Da esse ich halt einen Keks. Metatron, hallo. Willkommen zurück. Hm. Jetzt habe ich es auch gesehen. So kurze Hänger ab und zu im Stream. Warum? Warum macht denn das? Ich habe jetzt alles neu gestartet. Kühlung passt. Hab alle Programme, die nicht notwendig sind, ausgemacht. Internetverbindung ist stabil. Keine Ahnung. Schade, schade. Hier ist ein Keks, dann geht's mir besser. Ich merke schon, du bist heiß drauf, diesen Felsen zu verlassen. Also hol dir die Startcodes vom Observatorium und hau endlich ab. Ja, aber wo denn, wie denn? Das da drüben sieht doch aus wie das Observatorium, oder? Wir müssen nur schauen, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich da oben entlang. Na, das sieht doch gut aus. Star Citizen hat auch so eine coole Gravitation. Ja, okay, das ist cool. Ja, ja, eben, es ist... Kann nervig sein, auf jeden Fall ungewohnt. Man muss halt ständig nachjustieren. Ich meine, Kerbal Space Program hat das ja auch, aber... Kerbal Space Program hat halt KI-Hilfen, die man einschalten kann, die einem automatisch stabilisieren. Die machen das leichter. Oh, was ist denn das da? Die hat nur drei Augen. Wie seltsam. Diese bemerkenswerte, unversehrte Statue wurde von den Nomai gemeißelt, einer uralten Spezies, die vor tausenden von Jahren in unserem Sternsystem lebte. Die Statue ermöglicht uns unseren bisherigen detailliertesten Blick auf die Nomai, die anscheinend mit Fell bedeckt waren. Verzeihung. Man beachte den dekorativen Schmuck, der als Teil des Geweihs gemeißelt wurde. Obwohl ihre Artefakte und Bauten auf fast jedem Planeten in diesem Sonnensystem gefunden wurden, wissen wir noch nicht, woher die Spezies stammte oder was mit ihnen passiert ist. Ah, das gefällt mir. Sowas finde ich ziemlich cool. Stimmt's? Hey, hey! Da ist ja mein Lieblingsastronaut. Endlich ist der Tag gekommen, nicht wahr, du Spezi? Hätte jetzt gern Spezi. Es ist der Jungfernflug für die Übersetzung... Was? Übersetzungsmaschine. Ich bin so aufgeregt, dass mir ganz schlecht ist. Denk doch nur, du wirst jeden beliebigen Nomai-Text übersetzen können, egal wo du bist. Ich verstehe, wir sind der Erste, der diese ganzen anderen Städten der anderen Spezies übersetzen kann.
Das finde ich jetzt schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Das klingt wirklich ziemlich cool. Und dann entdecken wir das Mysterium der Nomai. Schauen wir mal. Wir beide haben eine Menge Zeit in der Erfindung dieses Gerätes gesteckt. Also mach es nicht kaputt, okay? Hahaha. Ach ja, mach es nicht kaputt. Oh, ignorier mich einfach, okay? Ich bin nur nervös und ich fliege nicht mal selbst in den Weltraum. Wie geht's dir? Ich bin aufgeregt. Gut. Du warst ja auch schon auf den Tag, du wartest ja auch schon auf diesen Tag, seit wir Küken waren. Oh, ich kann es kaum abwarten zu sehen, dass sich all dein Training auszahlt. Also komm auf den Punkt. Bist du hier, um die neue Nomai-Statue zu sehen? Ich bin nur wegen der Startcodes hier. Ich verstehe, ja. Dass du es kaum erwarten kannst, ins All aufzubrechen. Aber ernsthaft, du solltest dir die Statue ansehen, bevor du gehst. Ein erstaunlicher Fund. Ich wünschte, wir könnten sehen, wie ein echter Nomai aussieht. Aber näher als mit dieser Statue kommen wir ihnen wohl nicht. Sieh dir das an. Sieht aus, als wären sie mit Fell bedeckt gewesen. Fell ist seltsam. Das ist die erste vollständige, unversehrte Statue, die ich je gefunden wurde, weißt du? Und für ihr Alter in einem tollen Zustand. Ach ja. Ich habe mich etwas hinreißen lassen. Los doch. Du hast dein Schiff zu starten. Pass auf dich auf, hörst du? Ich passe auf mich auf. Aber ich will wirklich jetzt endlich die Startcodes. Ich kann es nicht mehr erwarten. Oh. Physikkugeln. Ja, ich glaube, vielleicht schauen wir uns das Museum zu einem späteren Zeitpunkt an, aber jetzt will ich einfach nur weg hier. Lasst mich fliegen. Ich will fliegen. Wie ein Vogel. Ah, da bist du ja. Ich habe alle Startvorbereitungen abgeschlossen und die örtlichen Bedingungen sind gut. Es wird Zeit, unsere neueste Astronautenanzüge im All zu schirren. Und du wirst unser Astronaut Numero Uno mit einer Nomai-Übersetzungsmaschine sein. Ich gebe zu, dass ich ganz aufgeregt bin, wenn ich über die Möglichkeiten nachdenke. Wir sind besser ausgerüstet als jemals zuvor, um die Mysterien der Nomai zu entschlüsseln. Du und Hal, ihr könnt wirklich stolz auf eure Arbeit sein. Sag mal, was hast du vor, sobald du da oben bist? Ich werde Orte besuchen, wo noch nie jemand vor mir war. Das klingt gut. Du hast zahlreiche Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Niemand ist zum Beispiel bisher eine Landung auf dem Eindringling geglückt. Vielleicht schaffst du es ja. Aber eines sage ich dir. Falls du dich entschließen solltest, Schwarzdorn zu besuchen, solltest du sehr vorsichtig sein. Da hat bisher noch niemand geforscht, aus offensichtlichen Gründen. Na dann, jetzt heißt es nur noch, dich endlich hochzuschicken. Alles in allem ist das ein wunderbarer Tag für einen Start. Ich bin bereit, diesen langweiligen Felsen zu verlassen. Ausgezeichnet, du brauchst nur noch die Startcodes. Hier sind sie. Du solltest schnell starten, ehe Shifa auf die Idee kommt, wieder irgendwas am Schiff rumzubasteln. Viel Erfolg da oben. Sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. So, wir haben endlich die Startcodes. Das ist super. Jetzt müssen wir nur wieder herausfinden aus dem Museum hier. Oh! Das ist der Tag, den ich gerade erlebt habe, nochmal als Video. Ihr seht jetzt quasi ein Video im Video. Also auf YouTube seht ihr jetzt gerade ein Video in einem Video von einem Stream. Das ist so meta. Ich glaube, die Statue hat irgendwas gemacht. Hey, also hast du dir die Nomai-Statue angesehen? Die Statue hat mich angesehen und die Augen geöffnet.
Wow, wow, die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter um dich herum gesehen. Du meinst eine Halluzination? Hör zu, nichts für ungut. Aber bist du sicher, dass du starten kannst? Ich meine, medizinisch gesehen. Weißt du was? Denk nicht weiter drüber nach. Vielleicht solltest du dich etwas hinsetzen und ausruhen. Wäre doch furchtbar, wenn irgendwas Schlimmes passieren würde, wenn du versuchst zu starten und dich nicht gut dabei fühlst. Aber hey, wenn du tatsächlich bereit bist, kannst du unsere Übersetzungsmaschine einsetzen. Schnief oder so. Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt schon erwachsen ist und ins Weltall fliegen wird. Aber im Ernst, ich bin froh, dass du sie mitnimmst und nicht jemanden anderes wie Ribbeck. Ribbeck würde bestimmt stolpern und drauffallen. Sag mal, wenn du einen kurzen Ausflug machen willst, um dir deine Weltraumhörner abzustoßen, könntest du dir die Ruine auf dem Abraumfelsen ansehen? Ich würde zu gern herausfinden, was es mit dem auf sich hat. Viel Glück. Ich werde mir alles ansehen. Alles werden wir uns jetzt ansehen. Alles. Ich habe mich gerade ein bisschen an dem Keks verschluckt. Das ist echt unangenehm. So ein Kekskrümel im Hals ist nicht toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, ich bin richtig. Startcodes eingeben. Oh, wir haben es endlich geschafft. Es kann losgehen. Ja, es ist wirklich aus Holz teilweise gebaut, unser Raumschiff. Na, wunderbar. Zum Glück sind in dem Universum hier, in dem das spielt, die Planeten winzig und die Gravitation scheinbar sehr mild. WLAN-Netzwerk wurde unterbrochen. Ich hoffe nur bei der PlayStation, oder? Das hatten wir schon mal. Ja, aber das Bild hängt wirklich immer. Ich hasse es, dass das Bild dauernd hängt. Ich hasse es, dass das Bild dauernd hängt, aber ich kann nichts dagegen machen. Anzug anlegen. Das sollten wir wahrscheinlich machen, bevor wir starten, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht besonders. Oder ist hier drin. Das weiß ich nicht. Nicht, dass uns der Sauerstoff ausgeht. Vielleicht brauchen wir unseren Anzug nicht, solange wir nicht rausgehen. Könnt ihr mir vorstellen. Ach, habe ich da dann sogar so Werkzeuge mit dabei, so Sonden und so. Okay. Ja, ich bin gespannt. Schiffslok ansehen. Ah ja, guck mal, das sind wir. Holzkamin. Und unser Mond heißt Abraumfels. Dann gibt es noch die Sonne. Und dann haben wir hier Glutwindling. Zwillingsasche, bröckliger Krater und Kraterlaterne, Untiefen der Riesen, Schwarzdorn und der Eindringling. Das sind die Welten, die wir erkunden können. Gerüchtemodus. Mondruine. Ich habe gehört, dass es irgendwo auf dem Abraumfels Nomai-Ruinen gibt. Die haben wir doch sogar mit dem Teleskop gesehen von unserem Dorf aus. Aber gut, okay.